Aus der 3 kommen wir zu 4. Wir haben Sulfur, Merkur, Sal, die das alles beschreiben. Und jetzt kommen wir in die 4 Elemente. Dargestellt das Feuer mit dem Dreieck nach oben, Wasser mit dem Dreieck nach unten und dann die durchgestrichene Linie nach oben und nach unten. Auch in Verbindung gesetzt Feuer mit Wind und Wasser mit Erde. Alle haben gewisse Eigenschaften. Das Feuer ist trocken und warm. Luft ist warm, kann warm und feucht sein, das Wasser ist kalt und feucht, Erde ist trocken und kalt. Und auch hier finden wir wieder in dieser Form der Signatur von dieser Gesundheitslehre dieses Prinzip wieder, beziehungsweise finden wir diese Idee von Sulfur wieder, wie wir sie im homöopathischen Mittelbild finden. Oder in dem Fall auch im ganzen psoriatischen Bild, nicht nur von Sulfur, sondern der ganzen Psora. Da geht es sehr viel um Trockenheit und um Wärme. Wärme, die bessert, Wärme, die verschlechtert, Mittel, die eben diese Trockenheit mit sich bringen, trockene Hautausschläge, Austrocknung von innen, dieses Feuer, das entweder im Überschuss etwas Negatives oder Krankheit kreiert oder eben aus dem Mangel heraus Krankheit kreiert. Und das Letzte, die 5, wo wir zum Ende dieser ganzen Runde kommen, ist die Quintessenz. Und die Quintessenz ist keines dieser 4 Elemente, sondern setzt sich immer aus allem zusammen, aus der 1, aus der 2, aus der 3, aus der 4. Aber eigentlich ist die 5 wieder die 1, weil wir beginnen aus dem, es ist Sulfur, ihr werdet gleich verstehen. Es beginnt aus dem Urgrund von allem. Also wir haben etwas, das schon alles beinhaltet und da wollen wir auch wieder hinkehren. Aber wir wollen nicht von vorne anfangen, sondern wir wollen das Ergebnis erzielen. Also wir beginnen mit allem, aus allem entsteht die Trennung, aus der Trennung entsteht das Körperliche und die Idee ist wieder, das mit Hilfe der Elemente zu verändern, sodass wir aus dem Körperlichen wieder zurück in die Einheit kommen. Und das ist die menschliche Erfahrung. Wir sind aus der Einheit getrennt und jetzt suchen wir unsere Wege wieder zurück. Aber die Wege zurück gehen nur nach vorne. Okay, also die Quintessenz durchdringt unsere ganze Schöpfung. Das ist der Äther, das ist der Raum, der alle Informationen enthält. Die Inder nennen es Akasha. Akasha. Es gibt in den ESO-Filmen diese Akasha-Bibliothek, wo Leute ihre Downloads runterladen und so. Akasha als Idee von Raum, der alles enthält. Raimundus Lullus, spanischer Alchemist, sagt, sie macht alles und ohne sie kann nichts gemacht werden. Also das ist eigentlich die Idee, diese Gottesidee, die da durchschwingt. Deswegen dieses Bild von Jesus mit den 4 Elementen. Das ist eine umfassende Energie, die durch uns fließt, aber ohne sie existiert auch nichts. Und trotzdem ist es wichtig, den Weg wiederzufinden, dahin zu kommen. Und das versucht die Alchemie. Das versucht zum Beispiel die Spagyrik, indem sie diese Elemente wieder zusammenbringt. Schaut euch mal die Seite von Soluna zum Beispiel an. Die haben wunderbare Erklärungen, wie sie ihre Solunate herstellen, also mit echter Spagyrik. Es geht um das Auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Und das ist eben diese Idee. Wir fangen am Anfang an, wir brechen alles auseinander, setzen es wieder zusammen und am Schluss ein neues Ganzes zu bekommen. Und das passiert in unserem homöopathischen Prozess. Etwas in uns ist irgendwie in Veränderung geraten, in Disbalance und wir gehen in einen Prozess, vor allem in der prozessorientierten Homöopathie, in eine Veränderung hinein. Also du nimmst ja nicht ein homöopathisches Mittel und deine Symptome sind weg, sondern du gehst durch einen Prozess, der dein Wesen verändert. Schaust dir Gefühle an, du schaust dir Schatten an, du bist mit Dingen konfrontiert, die du nicht gerne sehen willst, weil es schmerzhaft ist, weil du wegguckst, weil du lieber nicht fühlen willst, weil fühlen ist anstrengend und scheiße und so. Aber dabei helfen uns ja auch homöopathische Mittel, dahin zu kommen, diesen Weg zu gehen, um in dieses Menschsein rauszukommen, reinzukommen, meine ich eher. Ob man dann rauskommen will, da sind wir eh nicht davon gefeit, aber genau. Um wirklich hineinzukommen und eben diese Purifikation, diese Goldveredelung unserer Gesundheit, unserer Seele eben wieder zu erfahren. Also es ist der geistige Kern, es ist Ursprung und Ziel. Andere Namen sind die Mutter, der Universalgeist, die Erdmutter,
nie versagende Quelle, radix substantialis, himmlisches Menstruum. Genau. Und das ist auch der Stein der Weisen. Und gleichzeitig muss es nicht nur, also ist es nichts Endgültiges. Wir finden die Quintessenz auch zum Beispiel, wenn wir eine Tinktur herstellen. Wenn wir homöopathische Mittel herstellen, dann ist das homöopathische Mittel auch die Quintessenz. Es ist ein System, das versucht, die Welt zu beschreiben, und alles ist durch dieses System beschreibbar. Okay, nochmal zum Zusammenfassen. Wir starten mit dem göttlichen Prinzip der Prima Materie, der ursprünglichen Energie und der ursprünglichen Materie. Sie ist die Grundlage der Schöpfung. Es ist wie im Advaitismus, es ist wie im Shivaismus so: bevor der Spaltung sind wir erstmal im Allem eins. Alles, was existiert, ist die Eins. Dann passiert eine Spaltung, wieso auch immer. Es ist der Urknall. Es beginnt, geht in die Polarität. Polarität ist Zweiheit, aus der Einheit in die Trennung. Wir haben das weibliche Merkur, das männliche Sulfur. Wir haben die Gegensätze Mond, Sonne und so weiter. Yang, Yin, wir kennen es alle. Aus der Zwei gehen wir in die Drei, die Triade, die Dreiheit. Die drei philosophischen Prinzipien. Sulfur, Merkur kreieren Saal, das Körperliche. Aus dieser Shiva-Shakti-Energie wird eine tatsächliche körperliche Vereinigung, die Welt entsteht. Aus dieser Dreiheit entsteht die Vierheit oder die Quadruplizität. Die Elemente kommen dazu: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Alles ist dadurch zu beschreiben. Aus dieser Vierheit kommen wir wieder zurück zum Ursprung, indem wir die Fünfheit erstellen. Also wir gehen eigentlich nicht zurück, sondern wir gehen vorne zum Ursprung, weil wir waren nie getrennt. Es ist nur die Illusion, getrennt zu sein. Die Quintuplizität. Also die vier Erscheinungsformen der Natur, alle Elemente zusammen mit der Quintessenz. Und jetzt kommen wir zu Sulfur. Es gibt so ein schönes Zitat von Kent, und der sagt: Man kann an der Häufigkeit der Verschreibung von Sulfur in der Homöopathie nicht erkennen, ob der Behandler ein erfahrener Homöopath ist oder ein Anfänger. Der Unterschied liegt nur in der erfolgreichen Verschreibung. Und das sagt schon sehr viel über das Mittel auf, weil es ist eins der wichtigsten Mittel in der Homöopathie. Es gibt Berichte, dass Hahnemann am Ende seiner Karriere, Lebenszeit, so ein bisschen das Gleiche bei Ihnen, ne? Irgendwie 80% aller seiner Patientinnen Sulfur gegeben hat, als anregendes Mittel. Es gab Umfragen von Homöopathinnen: Wenn Sie auf eine einsame Insel gehen müssten und nur ein Mittel mitnehmen können, haben ganz viele sich für Sulfur entschieden. Und dem Sulfuriker würde das ganz gut gefallen, natürlich. Denn er hat ein großes Thema mit seinem Ego. Also Sulfur blockiert nicht das Mittel, genau. Aber ich komme dazu noch als Zwischenmittel, genau. Sulfur als Idee, als Anregung, die Lebensenergie wieder anzuregen. Das ist die Idee von Sulfur dahinter, genau. Es gibt zwei verschiedene Arten von Sulfur, zwei Typen, die wir in Sulfur wiederfinden. Das eine ist der Philosoph. Surprise. Das andere ist der praktische Idealist. Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr, aber das sind so die typischen, die wir wiederfinden und die auch immer wieder beschrieben werden. Der Philosoph ist der verstreute Professor, verpeilt in seiner eigenen Welt, der alles durchdringen will, alles durchdenkt und alles erklären möchte. So ein bisschen Genie, aber gleichzeitig auch wahnsinnig anstrengend, weil es ist gar nicht mehr so richtig zu folgen. Oft kann er gammelig gekleidet sein. Gibt dieses Symptom von Sankaran: glaubt, seine Fetzen wären Seide. Ich habe, glaube ich, hier auch sehr viele Löcher in meinen heute unter. Ja, genau. Auch die Idee von dem Studenten, der die ganze Zeit irgendwie seine Bücher mit sich trägt, und es geht nur noch um philosophische Konstrukte. So, ah ja, wir haben das eine durchdacht, aber was ist der Ursprung dahinter? Also es geht herauszufinden, was der Ursprung wirklich ist.
sofort durchliebt es, Theorien zu theoretisieren, Sachen zu durchdenken. Und ja, ihr habt ja einen kleinen Einblick davon gerade gewonnen. Als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, ich war komplett abgelenkt vom eigentlichen Thema. Ich habe mich ganz woanders verloren, habe stundenlang in irgendwelchen Büchern recherchiert, die nichts damit zu tun hatten. Aber vielleicht ja doch. Genau. Sufo benutzt gerne Worte wie Scheiße, Kacke, Pisse, Ausdrücke, ist ein bisschen ekelhaft und so, aber er schert sich einen Scheiß darum. Weil es ist ihm egal. Sufo hat ein riesengroßes Ego und es ist ihm egal, was andere Leute über sich denken. Vermeintlich. Es kann sich auch andersrum gestalten, dass Sulfur ein großes Thema mit Sauberkeit hat und sich ganz ordentlich anzieht. Und es ist eben diese beiden Seiten der Medaillen wieder, die wir in der Homöopathie ja oft finden. Aber es hat eben auch dieses vergammelnde Ätzende. Ne? Also denken wir an eine Idee der Krätze, ist natürlich auch zu Lepra-Erkrankungen oder sowas. Hautausschläge, Menschen, die nicht so auf sich geachtet haben. Gehen wir mal in Hahnemanns Zeit zurück, das sind jetzt 150 Jahre oder so. Irgendwie so, ne? Ein bisschen mehr sogar schon. Fast 200 Jahre. Die Hygienestandards waren anders. Die Beschreibung von Sulfur ist natürlich auch ein bisschen darauf, auf diese alte Zeit muss man mit einbeziehen. Die Menschen, die jetzt Hautausschläge haben, der Philosoph, der rumläuft mit seinen Hautausschlägen, der hat sie meistens mit Cortison schon unterdrückt. Du siehst nicht mehr die Hautausschläge bei den Menschen so krass. Du siehst die Leute nicht mehr so gammelig rumlaufen. So. Also es gibt diesen Typ noch, aber es gibt ihn viel, viel seltener, als er in den Büchern beschrieben wurde. Aber Sulfur ist eben auch ein wahnsinnig wichtiges Mittel für Unterdrückung durch Kortikosteroide. Also alles, was mit Cortison unterdrückt wurde, auch Folge von Impfungen, sehr, sehr wichtig, da an Sulfur immer mitzudenken. Sulfur kann aber gammelig sein, kann irgendwie sich gehen lassen. Sulfur ist bekannt dafür, faul zu sein, der hängt zu Hause ab und wenn Sulfur renoviert, siehst du irgendwie ein halbes Jahr später immer noch die Farbe auf dem Boden liegen und so. Und also die Hälfte ist aufgeräumt, die andere Hälfte aber, die hat nicht wirklich einen Platz und dann bleibt es halt da liegen und schert sich auch nicht so wirklich darum. Sulfur furzt und rülpst. Und wenn einer das Fenster aufmachen will, dann sagt er, ja, ist noch keiner erstunken, aber schon einer erfroren. Also ist ihm auch egal dann. Sulfur kratzt sich am Po und riecht am Finger. Neulich bin ich mit der U-Bahn gefahren und es war eine junge Frau da drin, die so ganz schamlos ihre Popel gegessen hat. Und ich hab das fasziniert angeguckt. Und die so auf dem Handy so. Ich dachte mir so, wow. Also das. Selbst wenn du das machst, ist okay, mach dein Ding, aber so in der U-Bahn, so öffentlich, ohne Scham, so, das ist ein wunderbares, sulfurisches Beispiel. Ja. Da hatte ich gleich wieder so einen Haken in meiner Datenbank, genau. Ja. Also, wenn ihr das seht, denkt an Sulfur. Der andere Typ ist dieser praktische Idealist, der durchdenkt die Sachen nicht, sondern der handelt eher, aber er weiß gar nicht so recht, wieso er handelt. Also, er macht Revolution, aber weiß gar nicht für wen oder für was. Hauptsache dabei sein, Hauptsache machen, in die Aktion gehen. Der hat so einen Rucksack dabei, so ein bisschen MacGyver-Typ, kann auch ziemlich viel, hat irgendwie alles dabei in diesem Rucksack, das ist so eine Wundertasche. Ich kenne das von mir, ich habe früher so einen Rucksack, ich habe ihm gesagt, da sind Überraschungen drin, weil ich wusste selbst nicht, was drin war. Es war immer Essen für alle und irgendwie, meiner Meinung nach habe ich die Sachen auch immer gebraucht. Also ich fand das total logisch, sowas zu haben. Genau, der improvisiert gerne, der ist ein Bastler, der beschäftigt sich mit diesen Dingen, also dieses durchdringende Geist-Idee, das hat er auch in sich, aber eben auf einer anderen Art und Weise, sondern der nimmt Dinge gerne auseinander, aber ist nicht so in der Theorie verhaftet. Beispiel dafür ist Hephaistos, der Schmied in der griechischen Mythologie, ich glaube auch Zeus Sohn, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der wurde lahmend geboren und ist dann auch aus dem Olymp geschmissen worden, wurde dann aufgezogen, hat eben aber die ganzen Sachen für den Olymp geschmiedet, unter anderem halt auch die Büchse der Pandora. So, also Auftragsarbeit, kein Problem, aber Konsequenz ist auch nicht so durchdacht. Kann auch ein sehr sulfurisches Thema sein.
Sankaran beschreibt Sulfur als einen Menschen mit dem größten Thema, mit der Idee, verachtet zu werden. Fast schon eine Wahnidee. Also er glaubt, er ist unterdrückt durch sein Umfeld, er wird herabgesetzt und kritisiert. Und Sulfur kann in der philosophischen Diskussion, können die kritisiert werden, weil da können sie sich einfach ausleben, dann ist es so ein Sparringspartner. Aber wenn das so von dem Umfeld passiert, können die gar nicht damit umgehen. Die sind sehr stolz und fühlen sich sehr schnell gedemütigt. Und das wichtigste Gefühl laut Sankaran ist eben die Idee der Verlegenheit. Und aus dieser Idee heraus entsteht der Gedanke, dass ich eigentlich immer in den Kampf mit meinem Umfeld gehen muss. Ich muss unbedingt jemand werden. Deswegen sind Sulfur geschäftstüchtig gewesen, sind gerne darauf bedacht, irgendwie Karriere zu machen, weil es geht darum, irgendwie mir diesen Rang in der Welt zu erarbeiten. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten in Lycopodium diese Trias von Calcium, Lycopodium, Sulfur. Calcium auf der Suche nach der Heimat und Sicherheit schafft es dann heraus, wenn es diese Sicherheit gefunden hat, in das Sulfurische zu kommen. Und sulfurische Lösung ist dieses erlöste Ego. Ich habe mein Selbstvertrauen, mein Standing in der Welt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich dafür bekomme. Macht es nicht aus einer Not oder aus einer Idee des Mangels heraus. Und Lycopodium war der Weg dahin und die lycopodianische Krankheit ist eben dieses sich verlieren auf dem Weg in dieses Selbst und dann in der Macht zu bleiben. Also es geht um das Ego im pathologischen Sinne. Mein Kampf irgendwie, mich in dieser Welt zu behaupten und meinen Platz anzunehmen. Und das ist ja an sich eine sehr wichtige Sache, weil das ist, glaube ich, ein Prozess, der jeder Mensch durchläuft. Weiß nicht, ob ihr die Bullenbilder aus dem Zen-Buddhismus kennt. Geht es um die 10 Bilder als Gleichnis, wie der Mensch, die Idee des Menschwerdens. Ne? Also das Kind geht raus oder der junge Mann verlässt das Dorf und auf der Suche, da gibt es etwas da draußen, dieser Bulle, dann findet er diesen Bullen, dann kämpft er mit diesem Bullen symbolisch als keine Kampfdemonstration mit Polizisten, sondern eben die Lebensaufgabe, die einem gestellt wird. Du gehst raus und du kämpfst um deinen Platz im Leben. Aber es geht dann irgendwann halt nicht mehr ums Kämpfen, sondern irgendwann hast du halt deinen Platz erreicht. Und dann kannst du auch wieder mit dem Bullen gehen, dann irgendwann reitet er ihn, dann irgendwann laufen sie nebeneinander, bis er wieder in sein Dorf zurückkommt, aber halt als erwachsener Mensch. Und das ist die Heilung von Sulfur, ne? Also das Rauskommen aus diesem Kampf um mein eigenes Standing auf der Welt, sondern aus diesem Ego heraus zu wissen, wer ich bin. Sulfur sind hoffnungsvolle Träumer, so sind sie beschrieben. Also sie haben Ideen, wo sie hinwollen. Sie sind prinzipiell sehr stimmungsstabil, lassen sich auch nicht so schnell kleinkriegen von den Sachen. Aber es passiert aus dem Mangel heraus. Also mir fehlt etwas und aufgrund dessen gestalte ich mein Leben so, um dort irgendwo hinzukommen. Und Mangel ist eben das Thema der Psora, also das Miasma des Mangels. Alles entsteht aus dem Mangel heraus. Letztes Mal hatten wir Midurinum, Nosode vom sykotischen Miasma, also alles entsteht aus der Fülle heraus, das ist zu viel. Genau. Wir haben gerade schon gesagt, diesen Drang erfolgreich zu sein. Und die dekompensierte Variante ist, dass sie faul sind. Sie bemühen sich gar nicht mehr. Sie haben schon aufgegeben, sie hängen ab, sie kümmern sich nicht mehr um ihr Äußeres, sie kümmern sich nicht mehr um ihr Zuhause, sie kümmern sich nicht mehr, wie die Welt aussieht, wie sie mit ihm umgeht. Und genau, eins der Hauptsymptome für Sulfur im dekompensierten Zustand ist die Faulheit. Sehr gerne. Letzteres. Letzteres, genau. Also dekompensiert in dem Sinne, das System ist gar nicht mehr in der Lage, das, was er da eigentlich erreichen wollte, weiter umzusetzen und er gibt sich selbst auf. Das ist das.
wie eine dekompensierte Herzinsuffizienz. Ne? Bis im zweiten Jahr, oder? Das macht ihr doch. Okay, super. Genau. Ja, also in dem Sinne. Die Faulheit entsteht, weil er nicht mehr in der Lage ist, diesem eigentlichen Wunsch, diesem hoffnungsvollen noch zu folgen. Ja, das haben wir eigentlich alles schon gesagt. Sie sind aufgrund dessen sehr bemüht, zu gucken, wie sie auf andere wirken, wie sie in die Welt wirken, wollen nicht schmutzig sein oder haben halt schon aufgegeben und sind gleichgültig. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, Roman. Wie Sulfur gerne gegeben wird von Hahnemann, aber eben auch von Stötteler. Das ist die Idee von Sulfur als Zwischenmittel. Wenn gut gewählte Arzneien nicht funktionieren, nicht wirken, kannst du Sulfur geben, um die Lebenskraft anzustoßen. Also, weiß nicht, ob ihr dieses Bild mit dem Wasserhahn kennt, der verschlossen ist als Lebenskraft, die so. Also wir haben diesen Wasserhahn unseres Lebens und da strömt eigentlich die Lebenskraft raus. Und wenn der halt verstopft ist oder zugedreht ist, dann haben wir nicht genügend Kraft und das führt zu Krankheit. Und die homöopathischen Mittel helfen uns eben, diesen Hahn wieder zu öffnen, wieder in den Fluss des Lebens zu kommen. Und manchmal ist das Mittel eigentlich richtig gewählt, aber irgendwie reagiert der Patient nicht darauf. Und dann bringt es natürlich nichts, das immer wieder zu wiederholen, sondern man kann dann Sulfur geben als Zwischenmittel, um erstmal die Lebenskraft wieder in eine Bewegung zu bekommen. Irgendwas stagniert gerade und sie braucht so einen kleinen Anstoß, um erstmal wieder in die Kraft zu kommen, sich zu bewegen. Und dafür ist es eben eine Möglichkeit, Sulfur zu geben. Sulfur kann man gut wählen, wenn es psoriasische Geschichte in der Familienanamnese gibt, also Menschen mit Ekzemen, Neurodermitis in der Familienanamnese. Wenn der Mensch, der zu euch kommt, ein Ekzem hat, das unterdrückt ist, also durch Kortisone oder wie auch immer. Allgemein Gebrauch von Kortisonen oder unterdrückenden Mitteln, zählen auch Antibiotika und so dazu. Also alles, was in der Homöopathie als unterdrückend gewertet wird, was ja eigentlich fast alles allopathisch ist. Genau. Geschichte von häufigen Entzündungen, wiederkehrenden Entzündungen, Impfschäden, Folge von Impfungen, dafür kann Sulfur angewandt werden. Und wenn Beschwerden immer wieder zurückkommen, auch an Sulfur denken. Naja, also generell, wenn Beschwerden wiederkommen, die Beschwerden, die ich aufgezählt habe, eh, aber wir kommen ja beim nächsten Mal in die Symptome wirklich von Sulfur, weil da gibt es ja viele, da sind wir ja noch gar nicht. Das ist ja erstmal nur das philosophische Konzept von Sulfur, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Okay, wir machen die Quintessenz des Ganzen und kommen nochmal auf den Kern zurück und dann seid ihr. Wie sagt man? Entlassen? Nee, es passt nicht so ganz. Okay, also Sulfur ist selbstbezogen, kümmern sich um sich selbst. Ne? Es geht um dieses Standing in der Welt, dieses Einstehen, dieses Ego-Bezogene. Das haben die sehr stark, können sehr eingebildet sein, aber auch sehr fantasievoll, haben diesen theoretisierenden Aspekt, philosophieren gerne, ergründen die Welt. Bei Kindern kann das heißen, die wollen zum Beispiel alles anfassen, alles selbst erleben. Das kann sehr sulfurisch sein. Es geht um Wärme und Hitze. Wir haben diesen Feueraspekt des alchemischen Sulfurs vorhin schon mit eingebracht. Sulfur will immer die Türen und Fenster offen haben. Also wir haben heute auch etwas Sulfurisches, könnte aber auch an den 31 Grad draußen liegen. Brennende Schmerzen, alles was brennt, an Sulfur denken. Brennende Hautausschläge, das ist Sulfur. Und gucken wir wieder zurück zu diesem sulfurischen Aspekt, so ist Feuer, das männliche Prinzip, es ist Flamme, es ist brennend, es ist Hitze, es ist Wärme, es findet sich alles wieder in der Psora. Lokale Hitze, aufsteigende Hitze. Es gibt übel riechende Absonderungen, Schwefel, wenn ihr euch an den Schwefelduft erinnert, Schwefel stinkt. Schwefel ist der Geruch der Hölle. Wird mit dem Teufel assoziiert, auch wieder Feuer. Also alles, was, wenn Schweiße stinken oder so, das ist sulfurisch.
Der Student, der sich nicht wäscht, das ist natürlich ein sehr plakatives Bild, ne? Sich nie die Socken wechselt mit Fußpilz, das mit Cortison oder mit Antimykotika unterdrückt ist und seine zieht sich die Schuhe aus und es stinkt erbärmlich. So, das ist Sulfur, genau. Sulfur mag auch kein Deo, oder? Nee, nee. Und wenn, dann riechen sie darüber hinaus. Genau. Ja. Die lieben Süßigkeiten und scharf gewürzte Speisen, was ja in der Idee dieses Pitta, wenn ihr in das Ayurveda wieder geht, totaler Quatsch ist. Ne? Also ein Feuer mit Feuer zu bekämpfen, funktioniert in der Idee leider nicht so gut. Sondern es gibt immer noch mehr Schärfe und Feuer in den Körper hinein. Ist für Sulfur also vielleicht eine Idee, die Gewürze ein bisschen runterzufahren als diätetische Maßnahme. Und eins der größten Symptome ist eben das Jucken. Juckende Hauterscheinungen, Hautausschläge, die jucken, das ist Sulfur. Aho. Aho.